Herr Vizekanzler, zwei Fragen noch zum Journalismus. Den mag man kritisieren und insbesondere zum ORF scheint es eine besondere Beziehung zu geben, auch die sich über die Jahre, denke ich, aufgebaut hat. Weshalb setzen Sie eigentlich gezielte Angriffe oder Spitzen, je nachdem, wie man das dann absprechen will, auf den unabhängigen Journalismus in den letzten Wochen, was halt insbesondere der ORF? Im Gegenteil, ich kritisiere, dass es oftmals die nicht gewünschte Unabhängigkeit gibt, dass es oftmals nicht die neutrale, objektive Berichterstattung gibt, die man sich auch von einem öffentlich-rechtlichen Sender zu Recht erwartet, und dass hier Zwangsgebührenzahler, die hier genötigt sind, auch einen Beitrag zahlen zu müssen, natürlich da oftmals auch zu Recht Kritik üben. Ich meine, da werden Sie hoffentlich jetzt nicht die Kritiker versuchen, da in ein falsches Licht zu stellen. Nein, es gibt ganz klare Fehlentwicklungen, die zu kritisieren sind, die man natürlich sachlich herunterzubrechen hat. Da habe ich einmal über das Ziel geschossen bei meinem Faschingsdienstag-Posting. Das habe ich auch entsprechend geklärt und mich auch dafür entschuldigt. Aber die sachlichen Kritikpunkte, die ja messbar sind, am Beispiel von Berichten über eine Verkehrskonferenz, wo der österreichische Verkehrsminister einfach ignoriert wird, aber der deutsche Verkehrsminister sehr wohl im Interview vorkommt, oder eine Berichterstattung im Ladestudio Tirol, wo entgegen der Realität das völlige Gegenteil dargestellt wurde und man versucht hat, die persönliche Existenz unserer Spitzenkandidaten dort zu vernichten durch Manipulation, anders kann man es gar nicht ausdrücken, mehr als Tendenz, die da sichtbar geworden ist, wo nach heftigen Protesten dann doch dieses Band dann zum Glück gespielt wurde. Man stelle sich vor, man hätte das nicht nachträglich bereinigt und aufgeklärt, dann wäre bis heute dieses falsche Bild in der Öffentlichkeit aufrecht. Und das sind Entwicklungen, die einen erschrecken. Das Landesstudio Tirol möchte ich jetzt gar nicht mit der Fahne der Pressefreiheit da verteidigen, sondern vielmehr die Frage stellen, diese Pauschalisierung, das FPÖ-Innenministerium, das mit Fake News, einem ganz klar, ja, nicht nur in Journalistenkreisen gebrandeten Wort, das Trump gebraucht hat, um Medien ihre Existenzberechtigung zu entziehen, der Lüge zu unterstellen, dass Fake News von Ministerien gebraucht wird in Österreich, dass sie nach dem Faschingsdienstag, gab es an Aschermittwoch, dort den schönen Satz gesagt haben, dem ORF, glauben Sie nicht einmal die Uhrzeit, um Applaus in einem Bierzelt zugegebenermaßen dafür zu ernten. Das sind ja diese Pauschalierungen, die verunsichern. Was bringt es Österreich, was bringt es der Republik? Ich pauschaliere nicht, sondern ich differenziere. Und es gibt überall exzellente Journalisten, die eine großartige Arbeit leisten. Und gerade mir können Sie sicherlich nicht den Vorwurf machen, dass ich nach 13 Jahren in der Opposition nicht mit Kritik umgehen kann. Ich stelle nur fest, dass oftmals jene, die Kritik üben, offenbar selbst nicht kritikfähig sind. Ich meine, das muss ja wenn in beide Richtungen auch möglich sein. Und wenn es da oder dort konkrete Verfehlungen und Entwicklungen gibt, einer tendenziösen Berichterstattung, dann ist das ja fast schon Verpflichtung, das zu kritisieren. Und das ist natürlich nie eine Pauschalbewertung, sondern immer eine spezifische Bewertung. Wir haben ja sowas auch erlebt im Präsidentschaftswahlkampf, wenn ich das in Erinnerung rufen darf, wo behauptet worden ist, der Norbert Hofer hätte überhaupt nie eine Situation erlebt, wo geschossen wurde. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass das auch falsch war und selbstverständlich dort auch ein Schusswechsel stattgefunden hat mit Verletzten. Ja? Aber das ist genau der Punkt. Ne? Es geht um Unabhängigkeit. Es geht um Objektivität, es geht um Neutralität, es geht darum, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender auch seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkommt. Und das ist das, was viele Menschen beschäftigt, und dorthin fließen sozusagen unsere Gedanken, wie wir das sicherstellen können. Und nicht ein Angriff, ja, oder eine Pauschalverurteilung, aber wenn es eine Fehlberichterstattung gibt, na, wie soll man sie bezeichnen? Nein. Dann ist es eine Fehlberichterstattung. Das bringt uns ja auch irgendwie zurück an den Anfang und bildet ja auch eine Klammer. Im Budget jedenfalls ist der ORF nicht merklich drin, sozusagen. Es gibt ja diese Überlegungen, den ORF ins Staatsbudget einzufügen. So wie es aussieht, wird jedenfalls 2019 auch noch die Gebührenfinanzierung für den ORF
vorherrschen? Oder haben Sie da andere Visionen für die öffentlich-rechtliche Anstalt? Wir stehen ja erst am Beginn einer Medienenquete, die vor dem Sommer jetzt auch eingerichtet werden soll, und wo dann mit Fachleuten und Experten öffentlich auch diskutiert wird, wie kann eine gute Entwicklung eines öffentlich-rechtlichen Senders, der genau diesen Kriterien auch entspricht, nämlich unabhängiger Journalismus, neutrale, objektive Berichterstattung, öffentlich-rechtlicher Auftrag, dem auch in Zukunft entsprechen. Und da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Ja. Sie kennen meine Position. Ich habe immer gesagt, ja, ich würde mir wünschen, wenn es möglich werden könnte, Zwangsgebühren abzuschaffen. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man einen öffentlich-rechtlichen Sender aufrechterhalten kann. Und wir haben zumindest beide, und das ist eine gemeinsame Linie, ein Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn man Zwangsgebühren abschaffen würde, na, dann muss man die Finanzierung über das allgemeine Budget sicherstellen. Es gibt einfach in Europa ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt Staaten, die haben Gebühren, wie in Österreich. Es gibt Staaten, da gibt es eine Budgetfinanzierung. Und es gibt Staaten, die haben einen sehr starken privaten Medienmarkt und einen deutlich kleineren öffentlich-rechtlichen und haben dadurch auch eine sehr vielfältige Medienlandschaft. Ich glaube, das Ziel muss es auf jeden Fall sein, die Vielfalt in der Medienlandschaft, die wir haben, zu schützen und wenn möglich sogar auszubauen.